Hier, Gerd, schau dir doch mal diesen Scheißhaufen an hier. Direkt vor einer Kindertagesstätte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Hier, einmal hier hoch auf die Kindertagesstätte und die Leute scheißen hier einfach vor. Die lassen ihre Hunde da hinkacken. Das ist so, als würde ein Mensch da selber hinkacken. Das wissen wir doch alle. Das ist doch keine Solidarität mit der Gesellschaft. So sieht das doch aus. Eine Sauerei ist das. Also, ich glaub's ja nicht. Gerd, guck dir das mal an, da. Was ist das denn hier? Sag mal, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wollen Sie das nicht mal wegmachen? Ich hab keine Tüte. Das ist eine Schweinerei, hier direkt von der Kindertagesstätte. Ja, was? Ja, wie stellen Sie sich das jetzt vor? Ja, das können Sie sich so... Hier, halt mal, Gerd. Hier, so sieht das Ganze aus. So machen wir das ganz einfach mal rein hier. Ne? Ja, gute Frau. So sieht das aus. Das machen Sie nicht nochmal. Nicht wahr? Das macht diese Frau. Wird jetzt auf jeden Fall eine Lehre fürs Leben gezogen haben. Diese Frau wird ab jetzt eine gute Gesellschafterin sein. Sie wird darauf achten, dass auch andere nicht mehr ihre Scheiße einfach auf der Straße liegen lassen. Danke, meine Damen und Herren. Nimm das Ganze mal von hier auf. Ja, ja, genau. Nimm ihn voll drauf. Was ist das denn? Ja, Sie wundern sich sicherlich, wo Ihr Lenkrad geblieben ist. Das haben wir hier gerade. Was ist das denn? Ja, wir haben das abgeschraubt, weil Sie Ihren Wagen in der falschen Richtung geparkt haben. Das geht doch so. Schauen Sie sich doch mal die Straße an. Was soll denn das? Dieses Lenkrad werden wir jetzt für eine Woche bei uns behalten. Sie können jetzt eine Woche darüber nachdenken, ob Sie Ihr Wagen in Zukunft auch so weiter parken sollen, ja? Holen Sie das einfach bei mir ab. Ach, ja, nee. Sehen Sie, meine Damen und Herren, genau so muss man es machen. Es ist doch eine ganz einfache Geschichte, gewaltlos. Und einfach dieses Lenkrad nehmen und die Sache ist fertig. Ja, Dankeschön. Na, mein Kleiner? Das ist ja schön, dass wir dich mal erwischen. Guck mir doch mal an. Und dann denkst du, du kannst jetzt hier einfach so rumsprühen oder was? Das geht doch so nicht. Hier, pass mal auf, wenn das einfach so gemacht würde, ja? Wie sieht das Ganze aus? Also, es ist sicher, dass solche Leute nicht einfach so die Gegenstände beschreiben können. Sie müssen doch bestraft werden und sofort. Wie Sie sehen, ist das genau das Richtige, das zu machen, ja?